In der Nebenhalle haben Händler ihre Stände zum Verkauf von Hard- und Software aufgebaut. Bei Timo Kusian kann vor Publikum gezockt werden. Er beurteilt die Belohnungsmechanismen im Online-Rollenspielen eher kritisch. Ein ganz einfaches Beispiel, eine ganz tolle große Axt. Wenn man die trägt, dann denkt jeder, du bist der Oberheld in dem ganzen Game. Die kriegst du nur, wenn du ungefähr 1 Million von irgendwelchen Wölfen gekillt hast, wo keiner irgendwie Bock drauf hat. Ist natürlich aus der Luft gegriffen, aber es ist schon die Realität, es ist umgesetzt. Es wird dann über Ehrenpunkte aus Schlachtfeldern, das ist kompliziert zu erklären. Aber so ist es halt. Ne? Und da siehst du dann die Leute an dem Spiel, wie die ihre blöden Wölfe killen und eigentlich gar keine Lust drauf haben, alle, weil sie diese Axt haben wollen. Und das dauert dann 3-4 Tage. Ne? Und dann beschweren die sich, ich muss jetzt, ich habe jetzt irgendwie 500 Wölfe und ich will gerne den Killerschlechter des Zorns oder was weiß ich, wie der heißt, haben. und die haben gar keine Lust. Dann denkst du dir, Junge, geh mal raus zu deinen Freunden an die frische Luft, wenn du da keinen Bock drauf hast. Und scheiß auf die Axt.